Hallo, mein Name ist Thomas Krüger. Heute möchte ich euch einen weiteren Band unserer Anna-Reihe vorstellen. Anna und der Smaragd des Maharajas. Dieses Mal erlebt Anna ein ausgesprochenes Krimi-Abenteuer. Es beginnt bei einem Krimi-Dinner, das Anna natürlich sehr gut gefällt. Am nächsten Morgen wird einer Teilnehmerin ihr kostbares Smaragd-Collier gestohlen. Die Polizei kommt und Anna belauscht den Kommissar. Da setze ich jetzt ein. Ich habe genug gehört, entschließe mich, zu Papa zurückzugehen, damit der Anschiss nicht allzu heftig ausfällt. Den Fall überlasse ich der Polizei. Meine Vermutung, oder besser mein Instinkt, führt mich zum Restaurant. Bingo, Papa und mein Bruder sitzen beim Frühstück. Kaum stehe ich am Tisch, legt Papa los. Na Engelchen, hast du deine Ermittlungen eingestellt? Oder hat unsere Kommissarin Hunger? Ich kneife meine Augen zusammen, starre ihn böse an. Zumindest hat er mich bei meinem Kosenamen genannt, aber sein Kommentar gefällt mir trotzdem nicht. Papa fährt ernst fort. Ich rechne dein Verschwinden deinem detektivischen Hang zu. Aber in dieser Rolle solltest du dringend einen Grundsatz beherzigen. Eigenschutz geht vor Eingreifen. Diesen Spruch kenne ich aus meinem Kriminalroman. Wo aber war hier die Gefahr? Ich habe nur die Polizisten belauscht. Was ist daran gefährlich? Wenn du mir versprichst, fügt er hinzu, dass du Felix das nächste Mal antwortest, wenn er dich anschreibt und überhaupt Alleingänge unterlässt, werde ich von Sanktionen absehen. Das ist deutlich. Dennoch, Papa hat viel zu viel Angst. Ich bin jetzt 12 und ein großes Mädchen. Ich weiß, was ich mir zutrauen kann. Anna, hakt er streng nach. Ja, Papa, versprochen. Okay. Er entspannt sich sichtbar. Fröhlich laufe ich zum Buffet, wo ich mir ein Müsli zusammenstelle. Das mache ich immer, wenn ich im Hotel bin. Das geht schneller als Brötchen schmieren. Moin, Miss Holmes, alles frech? Wer macht mich da dumm von der Seite an? Verärgert drehe ich mich um. Vor mir steht das Mädchen von gestern Abend. Meine Konkurrentin beim Krimi-Dinner. Oh, hi, stottere ich erstaunt. Du bist richtig gut für dein Alter, lobt sie. Ja, bleibe ich reserviert. Nein, echt, ohne Scheiß. Ich errate deinen Berufswunsch. Abwartend blicke ich sie an. Kriminalkommissarin, stimmt's? Das will ich auch werden. Mein ältester Bruder arbeitet nämlich bei der Polizei. Ja, cool. Wo wohnst du? Fragt das Mädchen. In Hamburg. Toll, da wohne ich auch. Soll mich das jetzt freuen? Eine Verlegenheitspause entsteht. Bis das Mädchen fortfährt. Ich heiße Namira. Klingt orientalisch, würde zu ihrem Look passen. Ich hingegne Anna. Wenn du willst, können wir uns in den Ferien mal treffen und zusammen auf Ganovenjagd gehen, sagt sie. Naja, bleibe ich zurückhaltend. Ich gebe dir meine Nummer, dann können wir chatten. Das gefällt mir nicht. Letztendlich tauschen wir unsere Handynummern aus. Keep going, Anna, sagt sie schließlich. Lächelnd wendet sie sich um, als wären Eltern an den Tisch zurück. Irgendwie fühle ich mich von dem älteren Mädchen überfahren. Böse bin ich Namira nicht. Sie ist ein Krimi-Fan, genau wie ich. Zusammen mit Namira geht Anna dann auf Ganovenjagd, was für beide Mädchen allerdings nicht ganz ungefährlich wird. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Eindruck gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen. Mehr erfahrt ihr auf meiner Homepage www.thomas-w-krüger.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.